Letztes Mal haben wir über Kurzzugbandagen gesprochen. Kurzzugbandagen sollten verwendet werden, wenn akut ein Ödem da ist oder ein florierendes Ulkus. Das heißt, die Wunde ist noch nicht abgeheilt. Dann sollte idealerweise dieser Kompressionsverband Tag und Nacht belassen werden. Wenn jetzt nach wie vor eine chronisch venöse Insuffizienz besteht und das Ulkus abgeheilt ist und das Ödem ausgepresst oder der Patient nicht sehr mobil ist, dann kann man Langzugbandagen verwenden, die sollten aber über Nacht abgenommen werden. Ich zeige euch jetzt eine Technik, wie man mit einer 10 Meter langen Binde genauso zweimal das Bein bandagieren kann. Unterpolsterung bei Problemen kann man nach wie vor machen. Ich zeige es jetzt einmal ohne. Man fängt wieder hier beim Zehengrundgelenk an und mit dem Zug rollt man die Binde am Bein ab. Die dritte Tour ist wieder mittig über die Ferse. Dann kreuzt man wieder im Knöchelbereich und Rist. Ui, ich habe jetzt der Härte das Bein gebrochen. Aber die Härte ist belastbar. Und geht dann aufsteigend bis wieder 2 Finger breit unter der Kniekehle hinauf. Dann geht man mit 2 Touren hinunter, hält dadurch diese Touren gegen das Verrutschen fest, fängt wieder mittig über der Ferse an. Und geht wieder aufsteigend nach oben. 2 Finger breit unter der Kniekehle hört man auf. Und verwendet wieder die vorbereiteten Klebestreifen. Auch hier sollte man diese Fersentour fixieren, um ein Verrutschen zu verhindern. Das wäre jetzt die Technik mit einer Langzugbinde, die 10 Meter lang ist, wo man mit einer Binde diesen Effekt, dass man 2 Bandagen übereinander hat und eine gute entstauende Wirkung hat, anlegen kann. Die würde ich aber empfehlen, über Nacht hinunterzugeben. Ich freue mich aufs nächste Mal. Und jetzt abonnieren.